bei Angriff fahren. Also sagen wir so, gegen mich hat der Feuergeist keine wirkliche Chance. Er trifft mich nämlich nicht. Okay, er steckt vor Grimm im Gebrand. Und dann explodiert er. Durch die Regeneration allerdings kann Vorgrim gut gegenheilen. Das bin ich. Vorax. So. Noch mehr böse Überraschungen hier drin. Erdbeben, okay. Genau, hauen wir auf Geröll ein. Dass man uns in den Weg gelegt hat. Und da geht's auf den Priosplatz hoch. Oder müssen wir hier rum? Nee. Wir sind's hier nicht. Die sind auf den Priosplatz gefroren. Okay. Der arme Mann. Lebt er noch? Wir brauchen einen Heiler. Was ist hier passiert? Hugold. Hey, ihr da. Zu Hilfe. Kommt schnell. Was ist denn passiert? Eben haben zwei Männer hier hochgestürzt und haben meinen armen Hugold umgerannt. Bitte helft mir. Ich fürchte um sein Leben. Halb so schlimm. Es geht schon. Ist ja nicht das erste Mal. Ach, du liebes bisschen, Hugold. Rühr dich bloß nicht. Das sieht nicht gut aus. Trug einer von beiden Männern vielleicht eine Kutte? Ja, allerdings. Woher wisst ihr das? Die beiden sind auf der Flucht. Die verfolgen sie im Auftrag der Stadtwache. In welche Richtung sind sie also gelaufen? Also hat Hugold euch seine tödlichen Verletzungen zu verdanken? Holt sofort einen Heiler, bevor es zu spät ist. Aber gute Frau versteht doch. Ich verstehe sehr wohl. Ihr habt Schuld am Sturz meines Mannes. Oh Gott, hilf uns. Aber Gunhilde, ich sagte doch schon, mir geht es gut. Mir ist nichts passiert. Dann steh auf. Aber ruhig, Hugold, und nicht bewegen. Ein Heiler ist schon unterwegs. Und was steht ihr hier noch herum? Holt endlich einen Heiler. Bis der eingetroffen ist, könnte es zu spät sein. Ich werde mich um Hugold kümmern. Ihr versteht euch auf Heilkunde? Dann los. Worauf wartet ihr noch? Heilkunde wohnen. Hugold? Es geht mir gut. Aber Hugold, du kannst doch nicht schon wieder aufstehen. Doch, kann ich. Und euch vielen Dank für eure Hilfe. Verratet ihr mir jetzt, wohin die beiden Männer gelaufen sind? Ja, doch. Sie sind in Richtung Grafenstadt verschwunden. Danke für die Auskunft. Okay. Verfolge Laris. Ja, zur Grafenstadt. Wie es aussieht, haben Laris Fackernagel und seine Begleiter auf ihre Flucht harmlose Passanten umgebrannt. Die beiden sollen in Richtung Grafenstadt gelaufen sein. Wo ist der nächste Übergang? Ah, gleich da unten. Viel zu viele Leute. Auf zur Grafenstadt. Keine Spur von Laris oder seinem Begleiter. Vielleicht hat die Wache am Knightsbeck-Stand etwas gesehen. Wir sollten mit ihr reden. Ja, Stadtgard ist.
Sprich mit der Wache. Leider ist keine Spur vom Wackernagel und seinem Begleiter zu sehen. Vielleicht hat die Wache am ehemaligen Nicebeck-Stand etwas gesehen. Halt! Hier gibt es nichts mehr zu kaufen. Das weiß ich. Ich habe hier zufällig zwei Männer vorbeikommen sehen. Einer von ihnen trug eine braune Kutte. Ja, das habe ich. Sie schienen es sehr eilig zu haben. Konntet ihr beobachten, wohin sie gelaufen sind? Nicht direkt. In dem Moment, als sie an mir vorbeikam, wurde ich von einem Bürger angesprochen und habe nicht mehr auf die beiden geachtet. Sprecht doch mit Händler Danko. Der hat bestimmt etwas gesehen. Schließlich hat er ja nichts zu tun. So ohne Waren, meine ich. Ach, wie gemein. Danke, das werde ich. Also ja, der gute Danko steht immer noch hier mit seinem halben Stand. Oh, einen guten Tag wünsche ich euch. Auch euch einen guten Tag. Habt ihr vielleicht zwei Männer hier vorbeilaufen sehen? Ja, habe ich. Schien, als ob irgendjemand hinter ihnen ist. Jedenfalls haben sie sich immer wieder umgeblickt. Wisst ihr vielleicht auch, in welche Richtung sie verschwunden sind? Sie sind Richtung Rondra-Tempel gelaufen und dann in die Goldene Lanze verschwunden. Hat mich gewundert. Schließlich ist die Lanze ja schon seit längerem geschlossen. Ab vielen Dank, ich muss jetzt schnell weiter. Einen Moment noch. Was gibt es denn noch? Ich beneide. Ach so. Ja dann. Vielleicht könntet ihr später noch einmal vorbeikommen. Ich hätte da etwas mit euch zu besprechen. Aber sicher bis später. Okay. Sprich mit Danko. Sprich mit der Wache erstmal. Die Wache hat die Flüchtlinge tatsächlich gesehen, konnte mir aber leider nicht sagen, wohin sie verschwunden sind. Der Händler Danko hat beobachtet, dass Wackernagel und sein Begleiter das Gasthaus Goldene Lanze betreten haben. Auf zur Goldenen Lanze. Die Flüchtlinge haben sich anscheinend im Gasthaus zur Goldenen Lanze versteckt. Sprich mit Danko. Der Händler Danko auf dem Marktplatz in der Grafenstadt hat mich gebeten, bei ihm noch einmal vorbeizuschauen. Ich frage mich, ob es um seinen unfertigen Stand geht. Also, die Goldene Lanze, da waren wir auch schon lange nicht mehr drin. Die ist hier, die Goldene Lanze. Jetzt ist die Frage, wie betreten wir die? Auch einfach hingehen, okay. Und ja, sicherheitshalber Quick Save, falls es wieder abstürzt. Au! Der Magier, der will es echt wissen. Alles klar. Phorax. Bei meiner Axt. Was zur Hölle sind das für Skelettmagier? Aufgepasst! Ein Zwerg, ein Wort. Okay. Au! Was war das für ein Mist gerade eben? Folgt mir. Zerit, ja, Zeritus. As Alauyama. Aldrasol. Mandaya Ioai Banda. Feya Tara Gra. Mandaya Ioai Banda. Yandra Alka. Lass das mal Vorgrim machen. Alles klar. So. Dann gehen wir jetzt super gebufft da nochmal rein. Ah.
Okay, den ersten können wir gar nicht. So, und ihr trinkt einfach Heiltränke. Okay, wie schafft man die bitte? Sanja. Du trinkst nochmal einen Heiltrank, weil der Magier greift dich im Nahkampf an. Wie viele Lebenspunkte haben die? 120? Los, mach endlich einen von denen tot. Ich wollte mir ehrlich erzählen, dass ihr die scheiß Skelettmagier nicht trefft. Leute. Danke. Komm, wirf den bitte nieder. Danke. So, jetzt fehlt nur noch Wackernagel selber. Ich versuche mein Bestes. Großer Heiltrank. Prunkvolles verziertes Langschwert. Mächtiger Astralspeicherring. Der ist auf jeden Fall was für Gladys. Das punktvolle verzierte Langschwert ist eigentlich nicht besser als mein aktuelles. Oder? Nö. Und jetzt sich aber aufzuheben. So, berichtet der Vogtin. Ich habe Laris Wackernagel in seinem Versteck stellen können. Es war ein heftiger Kampf, den ich zu meinen Gunsten entscheiden konnte. Ich sollte jetzt die Vogtin darüber informieren. Oh, der große Heiltrank hat auch noch Nebenwirkungen. Ah, LP-Regeneration, sehr schön. So, du heilst mal dich. Heizt, also verarztest sie. Du schlägst Sachen ein. Das bin ich. Okay, hier ist Zeug drin und hier ist auch Zeug drin. Aber heilige Scheiße, diese Skelettmagier haben ja Damage gemacht, ey. Okay, noch mehr altes Zeug. Für Heldenfrühstück. Oh. Alles klar. Dietriche. Meint ihr? Und ja, ich hätte noch Schleifsteine und so verwenden können für unsere Waffen. Aber trotzdem scheiße da. Erstmal konnte man den Magier gar nicht angreifen, weil er neutral war. Mein Atem geht ruhig. Und ja, ich weiß gar nicht, für was ich noch Gulmon-Tee mit mir rumschleppe. Ein Clarum Purum ist da viel effektiver. Puh, also
Verdammt! Alle Achtung vor den Modmachern für den Bosskampf. So, reden wir mit Danko.